Neben dem dritten SOCOM-Teil für die PS2 haben die Jungs von Zipper Interactive noch ein weiteres Ass für alle Actionfans im Ärmel. Und zwar für die PSP. Fireteam Bravo ist dabei aber keine plumpe Umsetzung des großen Konsolenbruders, sondern ein eigenständiges Spiel für Sonys Tragbare. Größter Unterschied zum Original: Auf der PSP seid ihr nur im Zweierteam unterwegs. Es hätte auch wenig Sinn gemacht, mit der eingeschränkten PSP-Steuerung einen kompletten Soldatenzug befehligen zu müssen. Während die PS2-Kämpfer auch für die härteren Einsätze bereitstehen, ist die Spezialität von Sandman und seinen Jungs eher das Infiltrieren und Heranschleichen. Das heißt aber nun natürlich nicht, dass auch auf dem Handheld nicht kräftig geballert werden darf. Wie ihr sehen könnt, sieht der UMD-Ableger der Taktikballerei dabei sehr ordentlich aus. Natürlich werden die Grafikleistungen eines SOCOM 3 nicht ganz erreicht, trotzdem braucht sich kein Spieler über Optikprobleme beklagen. Richtig spannend ist die Instant-Action-Option. Wer will, kann bereits absolvierte Missionen noch einmal bestreiten, dann jedoch mit veränderten Einsatzzielen. Zudem befinden sich die Gegner und Objekte dann allesamt an anderen Orten auf der Karte. Das gibt auch bekannten Levels sofort neuen Pep. Sind Hotspots in der Nähe, dürfen bis zu 16 Spieler gleichzeitig die Kugeln fliegen lassen. Ausgedehnten Multiplayer-Orgien mit Sonys kleinem Schwarzen steht also nichts mehr im Wege.